Für die einen sind sie selbsternannte Stallpolizisten, Aktivisten, die für den Tierschutz schon mal das Gesetz ignorieren. Für die anderen sind sie Helden, die mit Filmaufnahmen Tierquälerei in die Öffentlichkeit zerren. Und ja, es stimmt, auch wir von Report Mainz zeigen gelegentlich Filmmaterial von Tierrechtsorganisationen, um sie zu informieren. Darüber, was hinter allzu vielen Stalltüren mit Schweinen, Kühen und etlichen anderen Tierrassen passiert. Aber werden mögliche Tierquäler auch zur Rechenschaft gezogen oder läuft es nach dem Motto legal, egal? Doch damit nicht genug. Jetzt soll auch noch Schluss sein mit den Bildern, die aufklären, was in deutschen Ställen falsch läuft. So jedenfalls will es die neue Bundeslandwirtschaftsministerin. Eine gute Idee? Wohl eher nicht, wie Monika Antes und Edgar Verheyen berichten. Sie kommen nachts, filmen heimlich in Ställen, dokumentieren Leid und Tod. Es sind Bilder wie diese, mit denen Tierschutzskandale in den vergangenen Jahren aufgedeckt wurden. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Das fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und lässt sich dafür auf dem Bauerntag bejubeln. Ich sag Ihnen, staatlich bestellte Kontrolleure sind besser als selbsternannte Stallpolizisten. Per Gesetz will sie das Eindringen in Ställe unter Strafe stellen. Es sei schließlich Aufgabe der Amtsveterinäre, für die Einhaltung des Tierschutzes zu sorgen. Dort, wo der Tierschutz nicht eingehalten wird, egal wer es ist, muss die Strafe auf den Fuß folgen. Doch wie konsequent werden Verstöße verfolgt? Wie häufig wird kontrolliert? Dazu gibt es aktuelle Zahlen der Bundesregierung. Statistisch müssen Nutztierhalter in Bayern alle 48 Jahre mit einer Kontrolle rechnen, in Schleswig-Holstein alle 37, in Niedersachsen, dem Land mit der höchsten Tierdichte, alle 21 Jahre. Das heißt also, viele Betriebe werden über Jahre nicht kontrolliert. Und wenn doch? Wir sind unterwegs in Süddeutschland. Mehrere Amtsveterinäre sind bereit, sich mit uns zu treffen. Aus Angst vor Entlassung wollen sie nicht erkannt werden. Eine Veterinärin erzählt uns, sie entdecke oft Tierschutzverstöße. Sehr häufig sind es kranke und verletzte Tiere, die nicht behandelt werden. Tiere, die verwahrlost waren, mit hochgradigen Entzündungen. Nachdem sie diese Verstöße gemeldet habe, habe man sie von den Kontrollen abgezogen und in den Innendienst versetzt. Man wird als Störenfried, als Querulant, als Gegner angesehen. Und das ist genau das Problem beim Tierschutz, dass häufig die Unterstützung innerhalb des Amtes fehlt. Mangelnder Rückhalt durch die Behörden? Diesen Vorwurf erhebt auch eine Schlachthofveterinärin. Mir wurde von der zuständigen Behörde auch nahegelegt, meine Arbeit nicht ganz so streng durchzuführen. Sonst sei auch mein Job als Tierarzt gefährdet. Der Schlachthof ist ein großer Arbeitgeber. Ein guter Steuerzahler. Der Tierschutz bleibt auf der Strecke. Wir recherchieren weiter, treffen Diana Plange. Sie ist Tierschutzbeauftragte in Berlin und war vorher viele Jahre Amtsveterinärin, hat selbst solche Situationen erlebt. Und wurde ich auch daran gehindert, in Fällen, wo bekannt war, dass wirklich Tierschutzverstöße stattfinden, dorthin zu fahren und das abzustellen. Also ich bin der Meinung, es sind keine traurigen Einzelfälle, sondern es ist ein massives Problem, wovon mir eben viele Kollegen persönlich bekannt sind und es eigentlich täglich mehr werden. Wie passt das zur Forderung der Ministerin? Aber ich sage ganz deutlich, wer Tierrecht mit Füßen tritt, muss bestraft werden. Doch wie sieht die Strafverfolgung in der Praxis aus? Beispiel Gut Thiemendorf. 2013 sorgen Bilder aus dieser Ferkelzuchtanlage für Schlagzeilen. Tiere in zu engen Kastenständen mit offenen Wunden, Ferkel, die dort geboren werden und sofort verenden. Klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Die Tierrechtsorganisation Arriva erstattet Anzeige, es folgen Ermittlungen, der Betrieb bekam Auflagen, musste teilweise umbauen. 2015. Obwohl die Ermittlungen noch laufen, zeigen diese Aufnahmen wieder Tiere in zu engen Kastenständen, Verletzungen. 2017 und 2018 veröffentlicht dann Greenpeace diese Bilder aus der Anlage. Erstattet erneut Anzeige wegen zu enger Kastenstände. Wieder wird ermittelt. Doch wurden die Verantwortlichen bisher auch bestraft? Unseres Wissens nach wurde keiner der Verantwortlichen der Anlage Gut Thiemendorf jemals zur Verantwortung gezogen, strafrechtlich.
Gut Thiemendorf erklärt auf unsere Nachfrage, man sei ständig bestrebt, die Gesetze einzuhalten. Die Staatsanwaltschaft Gera teilt uns knapp mit, die Ermittlungen aus dem Jahr 2013 liefen noch. Das Verfahren nach der Anzeige von Greenpeace habe man eingestellt. Für Greenpeace völlig unverständlich und ein Anlass, sich grundsätzlich mit solchen Einstellungsbescheiden zu beschäftigen. Die Organisation beauftragt Rechtsexperten, 8 Fallbeispiele zu untersuchen. Das Ergebnis der Analyse? Da zeigt sich ganz eindeutig, dass dieser Fall in Gera eben kein Einzelfall ist, sondern es ist sehr erkennbar, dass es bei den Staatsanwaltschaften ein Argumentationsmuster gibt, was sich ähnelt und ganz oft eben nicht objektiv weiter ermittelt wird, sondern sofort eingestellt wird. 2 Beispiele aus der Analyse. Ein Staatsanwalt erklärt, dass nicht feststellbar sei, ob dieses Schwein unter der Augenentzündung erheblich leide. Weiter heißt es, angesichts des geringen Grades des Güllehochstandes sei auch bei diesen Tieren im gleichen Stall das Leiden noch nicht erheblich. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Ein anderer Stall. Auch diese Bilder wurden zur Anzeige gebracht. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass die Ferkel durch das Aufschlagen auf den Boden wahrscheinlich erheblich litten. Dies sei jedoch durch die Bilder nicht zweifelsfrei zu belegen. Ob die Tiere ohne vernünftigen Grund getötet wurden, könne er nicht beurteilen. Auch dieses Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Für Strafrechtsprofessor Jens Bülte ist diese Argumentation nicht nachvollziehbar. Also zu sagen, ich kann das nicht feststellen, da macht die Staatsanwaltschaft sich es sehr leicht. Wenn die Tötung des Tieres zu einem erheblichen Leiden führt, selbst wenn die Tötung als solche möglicherweise aus einem vernünftigen Grund geschieht, bleibt das eine Straftat. Also er hat sich selbst wissenschaftlich mit der Strafverfolgung von Tierschutzverstößen auseinandergesetzt, rund 40 Einstellungsbescheide analysiert. Ich glaube, dass Straftaten nicht verfolgt werden, so wie sie nach Recht und Gesetz verfolgt werden müssten. Und wenn dann ermittelt wird, dann werden diese Ermittlungen nicht ernsthaft betrieben in vielen Fällen. Und die Ministerin? Für ein Interview hat sie keine Zeit. Aus dem Ministerium heißt es, man habe die Länder aufgefordert, Tierschutzkontrollen zu verstärken. Unser Fazit. Wer gegen Tierschutzrecht verstößt, muss keine Strafe fürchten. Seltene Kontrollen, Veterinäre unter Druck, Staatsanwaltschaften schauen weg. Und bald soll das Eindringen in Ställe, um solche Bilder zu machen, unter Strafe gestellt werden, wenn es nach dem Willen der Ministerin geht. Also wenn so offensichtlich ist, dass Kontrolle und Strafverfolgung nicht funktionieren, die zuständige Ministerin aber nicht hier den Hebel ansetzt, sondern bei denen, die schlimmste Verstöße gegen das Tierschutzgesetz öffentlich machen, dann läuft was falsch. Oder sollen einfach nur Unruhestifter ruhig gestellt werden, weil sie die guten Geschäfte der Fleischindustrie stören?